Huch, hallo alle zusammen. Ich bin Marlene. Hier geht's heute um Sicherheit, stimmt's, Dad? Okay, wir öffnen jetzt diese geheimnisvolle Tür. Sie führt zu einem der gefährlichsten Orte der Welt. Hab ich Sie erschreckt? Wenn Sie schon älter sind, so über 30, erinnern Sie sich bestimmt an einen Film mit dem grausamen Tod einer Frau unter der Dusche. Zum Glück nur ein Film. Aber auch in der Wirklichkeit verletzen sich Menschen im Badezimmer. Das Bad hier teilt sich unsere ganze Familie. Meine Eltern, drei Brüder und zwei Schwestern. Oh, und Maurice. Unser Hund, manchmal säuft er aus der Toilette. Eklig. Wir alle haben uns hier zu Hause oder bei unseren täglichen Aktivitäten schon mal verletzt. Sogar ich. Hier ist meine Safe-Start-Geschichte. What's your Safe-Start-Story? What's your Safe-Start-Story? Tell your Safe-Start-Story. Eines Abends wollte ich zum Abendessen Schnitzel für die ganze Familie zubereiten und es musste schnell gehen, denn es war nicht viel Zeit bis zu meiner Lieblingssendung im Fernsehen. Ich warf das Fleisch einfach so ins heiße Fett in die Pfanne, weil ich es so eilig hatte und weil die Sendung bald begann. Und das heiße Fett spritzte mir direkt ins Gesicht und natürlich bekam ich Panik. Ich schrie und weinte, meine Haut tat furchtbar weh. Es waren Verbrennungen zweiten Grades. Es hätte noch schlimmer kommen können, wenn es meine Augen getroffen hätte und ich blind geworden wäre. Ja, sogar ich, die aufstrebende Schauspielerin, habe mich schon verletzt. Möchte gern Schauspielerin. Sei du still, Christian. Mein Vater dreht Videos über Sicherheit am Arbeitsplatz. Sag hallo, Dad. Wir möchten Ihnen am Beispiel unserer Familie zeigen, was Sie zu Hause für Ihre Sicherheit tun können. Du kriegst mich nie, Maurice! Mein kleiner Bruder Cameron, ist er nicht süß? Lass mich bloß in Ruhe! Sei vorsichtig, Cameron! Das Zuhause ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. Nach offiziellen Statistiken sterben in den USA jährlich 33.000 Menschen durch häusliche Unfälle, beziehungsweise kommt es zu 8 Millionen Verletzungen mit Behinderungsfolge. Im Vergleich dazu sterben am Arbeitsplatz pro Jahr nur rund 5.000 Menschen, beziehungsweise kommt es zu knapp 4 Millionen Verletzungen mit folgender Behinderung. Hätten Sie gedacht, dass das Zuhause gefährlicher ist als alle Fabriken, Bergwerke, Baustellen und sonstige Arbeitsstellen zusammen? Die meisten von Ihnen denken bei Sicherheit bestimmt an Helme beim Radfahren oder den Schutz von Kindern vor scharfen Kanten. Aber am wichtigsten ist es, aufmerksam zu sein. Was nützt zum Beispiel ein Helm beim Radfahren, wenn man nicht aufpasst, wo man langfährt? Und wie bringen wir Menschen zu mehr Aufmerksamkeit? Hier ist so ein Kandidat. Mein Bruder Christian. Tratst du schon wieder über mich? Sowas würde ich doch niemals tun. Wer es glaubt. Auf dem Weg zum Taekwondo? Nein, Marlene, ich gehe zum Ballett. Was treibst du eigentlich hier? Ich arbeite. Siehst du die Kamera? Du und arbeiten? Ich mache mich hier immer nützlich. Heute Abend koche ich das Abendessen. Hühnchen Alfredo. Dad, funktioniert der Feuerlöscher? Gott sei Dank. Hör zu, Oma wird mir beim Kochen helfen. Das freut mich zu hören. Wirst du auf dich aufpassen? Werde ich. Ich überspringe das Essen. Nein, ich meine, pass beim Taekwondo auf. Jetzt also zu ihm. Er hatte den letzten Unfall in unserer Familie. Dazu machen wir jetzt ein Quiz. Drei Jungen haben sich verletzt. Erstens der 16-jährige Christian beim Taekwondo. Dann der 6-jährige Mitchell beim Skifahren auf einem extrem felsigen Abhang. Und schließlich Mitchells Bruder, der 7-jährige Taylor, der seiner Mutter ein Kissen holen sollte. Also,
Alle drei Jungen haben sich verletzt. Aber welcher von ihnen am schwersten? Taylor, der das Kissen holt? Mitchell beim Skilaufen? Oder Christian beim Taekwondo? Ich trinke jetzt ein Glas Limonade und Sie überlegen sich die Antwort. Sei vorsichtig, Cameron! Warum hört niemand auf mich? Zurück zum Quiz. Haben Sie den Taekwondo-Unfall gewählt, weil Taekwondo so gefährlich ist? Falsch. Zweiter Versuch. Skilaufen auf einem felsigen Abhang, wo schon Menschen gestorben sind. Sehen Sie sich diese Felsen an. Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das die richtige Antwort ist. Auch falsch. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ein Unfall mit einem Kissen? Hören wir uns nun alle Geschichten an. What's your safe start story? What's your safe start story? Tell your safe start story. Es war in der Karatestunde. Ich übte mit einem Schwarzgürtelkämpfer eine Technik, bei der der Angegriffene den Arm des Gegners nimmt und so dreht, dass der andere zu Boden fällt. Ich war der Angreifer. Er ergriff meinen Arm und zeigte mir, wie es geht. Es war kein großes Ding, ich fand's total einfach. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber dreimal nacheinander fiel ich genau richtig und verlor etwas die Aufmerksamkeit. Wir begannen rumzualbern. Ich war nicht mehr konzentriert und beim letzten Mal passierte es dann. Ich knallte voll auf den Rücken und hatte einen stechenden Schmerz durch die ganze Wirbelsäule. Es tat furchtbar weh. Die Verletzung war nicht schwer, sondern nur Prellungen. Aber es hätte viel schlimmer kommen können. Wäre ich auf dem Kopf gelandet, hätte ich mir das Genick brechen können. Meine Skier haben sich verhakt. Ich bin hochgeflogen. Und auf dem Po gelandet. Auf deinem Po? Ja. Woran hast du gedacht, kurz bevor es passierte? Weiß auch nicht. Ich habe mich umgedreht. Das war schon ziemlich blöd. Also, ich sollte meine Mama ein Kissen holen. Ich wollte das ganze Deckbett runterziehen, habe aber nur das Kissen erwischt und dann mit voller Kraft gezogen. Ich bin nach hinten geflogen und habe mir den Arm gebrochen. Tja. So ist es passiert. Der Arm war gebrochen. Christian und Mitchell befanden sich zwar in grundsätzlich gefährlicheren Situationen, aber Taylor brach sich beim Kissenholen den Arm. Cameron, pass bitte auf! Alle drei Jungen stürzten. Laut amtlicher Statistik sind Stürze der Hauptgrund für tödliche Unfälle in der Öffentlichkeit. Und zu Hause sterben in den USA pro Jahr rund 8000 Personen durch Stürze. Das heißt, Stürze in der eigenen Wohnung sind die Ursache für mehr Todesfälle als alle Arbeitsunfälle zusammengenommen. Was kann man also tun, damit keiner mehr stürzt? Der Vater von Taylor und Mitchell, Larry Wilson, müsste es eigentlich wissen. Larry ist Sicherheitsberater und bringt Erwachsenen bei, wie sie Verletzungen am Arbeitsplatz vermeiden können. Das hier ist meine Schwester Jasmine. Sie führte kürzlich ein Interview mit Larry. Sie ist unsere Möchtegern-Reporterin. Jazz, hörst du mich? Moment mal eben. Was hast du gerade gesagt? Möchtegern-Reporterin? Nein, ich sagte Nachwuchsreporterin. Also gut, das klingt schon besser.
Ich berichte hier live aus dem Silver Lake Park in meiner Nachbarschaft. Ein ganz harmlos aussehender Ort. Aber auf der ganzen Welt verletzen sich Kinder an Spielgeräten wie diesem hier. Ich habe mit Larry Wilson darüber geredet, warum sich Kinder verletzen. Was ich nicht verstehe, wie kann sich ein Kind beim Kissenholen so schwer verletzen? Für die Antwort sollte man sich fragen, welcher der drei Jungen war wahrscheinlich am wenigsten aufmerksam, weil er absolut nicht mit einem Unfall rechnete. Der Junge mit dem Kissen, weil er nicht dachte, dass etwas passieren könnte. Richtig. Er hat nur das Kissen in der Hand und fliegt in hohem Bogen nach hinten. Er war absolut nicht darauf vorbereitet. Der tiefe Fall, der unerwartet harte Aufprall und der Arm war durch. Ja, ich verstehe schon. Natürlich wäre ich viel vorsichtiger, wenn ich auf Skiern einen felsigen Abhang runterfahre. Oder auch beim Karate oder anderen Sportarten, die ich nicht alle Tage mache. Richtig, du wärst dabei viel aufmerksamer, na klar. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass sich Leute vor allem bei gefährlichen Aktivitäten verletzen, obwohl dabei natürlich Unfälle passieren. Aber Mitchell, der Junge mit dem Skiunfall, stürzte nicht auf dem steilen Abhang, sondern in dem relativ flachen Teil. Im steilen Abhang war er aufmerksam, aber nicht im flacheren Teil. Vielleicht hast du gesehen, dass er sich zu dem anderen Skiläufer hindrehte. Das war sein Bruder. Ich nehme an, er hat ihm etwas zugerufen, weil er ihm in die Quere gekommen war. Ja, aber was, wenn man selbst gar keine Schuld hat? Ja, natürlich kann man schwer verletzt werden, wenn jemand anders am Steuer einschläft und auf deine Fahrbahnseite gerät. Da kannst du nichts machen. Aber solche Fälle sind wirklich selten. Kann ich mal deinen Stift haben? Also, das bist du. Das ist die erste Zone, in der du dich in einer unerwarteten Situation verletzt. Okay? Dann haben wir hier eine zweite Zone, in der jemand anderes, ein Dritter, etwas Unerwartetes tut, durch das du verletzt wirst. Und dann gibt es noch eine dritte Zone. Das sind Arbeitsgeräte, die Verletzungen hervorrufen können. Hier rein gehören auch Sachen wie Blitzschlag, Flutwellen, Wirbelstürme und andere Arten höherer Gewalt. In dieser Zone hier passieren 99% aller Verletzungen. Im gesamten Rest passiert weniger als 1%. Wow. Jeder hat sich schon mal verletzt. Denk an die kleineren Verletzungen als Kind. Schnittverletzungen, Kratzer, Hautabschürfungen oder Beulen. Wir alle verletzen uns viele, viele Male. Denk mal daran, wie oft du dir schon die Zehen oder das Schienbein gestoßen hast, dir in die Hand geschnitten, den Finger geklemmt hast oder mit dem Kopf gegen eine offene Schranktür gestoßen bist. All diese kleinen, aber schmerzhaften Verletzungen hat dir niemand anders zugefügt. Keine Maschine und auch nicht die Außenwelt. Mhm, sondern ich selbst. Du selbst, wir selbst, das gilt für alle. Bestimmt hast du dich auch schon irgendwann mal verletzt. War was Ernstes dabei? Oh ja, einmal musste ich fast am Bein genäht werden. Ich war bei einer Freundin zu Besuch und wollte ihr etwas in einer Zeitschrift zeigen. Ich stolperte auf der Treppe, stürzte und bekam am Geländer einen bösen Schnitt unterhalb des Knies. Zuerst sollte es genäht werden, aber dann reichten auch Pflaster. Wundverschlussstreifen, nehme ich an. Wärst du schlimmer gestürzt, hättest du dir vielleicht sogar den Kopf stoßen können? Ja, unten an der Treppe lag kein Teppich, sondern harter Holzfußboden. Da hätte ich mir auch den Kopf verletzen können. Am besten lernt man, für die eigene Sicherheit zu sorgen, wenn man darüber spricht, wie man sich schon einmal verletzt hat. Erstens, was taten Sie gerade? Zweitens, was haben Sie falsch gemacht? Drittens, wie haben Sie sich verletzt? Viertens, wie hätte es noch schlimmer kommen können? Marlene, zurück zu dir. Hey Jess, übrigens, ich koche heute Abend Hühnchen Alfredo. Freust du dich schon?
Ich empfange leider kein Tonsignal. Hallo, hallo, sind wir runter? Gott sei Dank. Marlene in der Küche? Ein echtes Sicherheitsrisiko. Wie bitte, Jasmine? Dad, ich dachte, wir wären runter. Ich habe noch Fragen an Larry. Ich bin Jasmine. Ende der Übertragung. Danke, Jasmine. Darf ich vorstellen, meine Mom und Maurice, gib laut. Hallo. Nicht du, Mom, Maurice, gib laut. Marlene, warum bekommst du den ganzen guten Text und warum gibst du mir billigen Hundekuchen? Davon kriege ich Blähung. Von wem ist dieses Skript? Von Dad. Stimmt das? Typisch. Aber alle Unfälle sind wirklich passiert. Marlene, musstest du die ganze Limonade austrinken? Mom, die Frage war noch nicht dran. Der Krug ist noch gar nicht leer. Ja, richtig. Wolltest du nicht heute Abend bei Oma für uns kochen? Will ich auch, aber zuerst hole ich zusammen mit TJ Ashley von der Arbeit ab und dann sprechen wir über Sicherheit am Arbeitsplatz. Ah ja, gute Idee. Und ich dachte, während wir hier auf TJ warten, könntest du deine Geschichte erzählen. Welche denn? Als du dich mit Maurice verletzt hast. Welches Mal? Such's dir aus. What's your safe start story? What's your safe start story? Tell your safe start story. Ich musste morgens die Kinder zur Schule bringen und war schon etwas spät dran für die Arbeit. Um mir mehrere Wege zwischen Haus und Auto zu ersparen, hängte ich mir alle Taschen mit den Büchern und dem Notebook über beide Schultern. Das alles war ganz schön schwer. Ich hielt Maurice an der Leine und als ich rückwärts aus der Tür ging und abschließen wollte, sprang Maurice plötzlich los und riss mich dabei mit allen meinen Taschen um. Er ist ziemlich stark und zog mit aller Kraft an der Leine. Ich verlor das Gleichgewicht, verdrehte mir den Fuß und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Es hätte noch schlimmer kommen können. Ich hätte eine Gehirnerschütterung abbekommen oder mir den Fuß oder das Bein brechen können. So hart schlug ich auf den Boden. Cameron, komm mal her. Geh mit Maurice spazieren. Jetzt sind Sie an der Reihe. Erinnern Sie sich daran, als Sie mal einen Unfall hatten und beantworten Sie unsere 4 Fragen. Erstens, was taten Sie gerade? Zweitens, was haben Sie falsch gemacht? Drittens, wie haben Sie sich verletzt? Viertens, wie hätte es noch schlimmer kommen können? What's your safe start story? What's your safe start story? Well, what's your safe start story, my dear? Tell your safe start story. Tell your safe start story. Tell your safe start story. Im zweiten Teil sehen Sie, was mein Bruder TJ von meinen Sicherheitstipps hält. Wenn mich hier etwas ablenkt, dann dein Gequatsche, Marlene. Und sehen Sie, wie sich Katie, die Freundin meiner Schwester Ashley, bei den SafeStar-Dreharbeiten verletzt. Mit richtigem Blut und so weiter. Also bis dann. What's your safe start story? What's your safe start story? Well, what's your safe start story, my dear? Tell your safe start story. Tell your safe start story. Tell your safe start story. Marlene? Marlene, bist du da? Wo ist sie hin?
Also gut, Larry sagt, es gibt 4 Fehler, die Verletzungen verursachen können. Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der Sache, in die Gefahrenzone geraten sowie das Gleichgewicht verlieren. Das heißt ausrutschen, stolpern oder stürzen. Mal sehen, was Larry dazu zu sagen hat. Was ist Safe Start? Safe Start ist ein Programm zum bewussten Umgang mit Sicherheitsrisiken und deren Beachtung in den verschiedensten Situationen. Es geht dabei um 4 Hauptfehler. Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der Sache, in die Gefahrenzone geraten oder sich dort aufhalten, sowie das Gleichgewicht verlieren, das heißt ausrutschen, stolpern oder stürzen. Diese 4 Fehler gehen ungefähr 99% aller schweren Verletzungen voraus. Die Augen bei der Sache haben, was bedeutet das? Man soll hinschauen, wenn man etwas tut. Und auf die Hände schauen. Wenn man zum Beispiel beim Treppe runterlaufen nicht auf die Stufen schaut, ist man mit den Augen nicht bei der Sache. Und was bedeutet Kopf bei der Sache? Man sollte bei einer Tätigkeit konzentriert sein und an nichts anderes denken. Und in der Gefahrenzone gerät man sozusagen unter Beschuss? Im militärischen Bereich ist das so, etwa im Krieg, wo scharf geschossen wird. Aber ja. Gefahrenzonen sind überall dort, wo gefährliche Kräfte auf einen einwirken könnten. Etwa direkt vor einer geschlossenen Tür. Niemand würde sich direkt davor stellen, wenn man sie öffnen will. Gefahrenzonen haben wir auch dort, wo man sich die Finger einklemmen kann, etwa in Autotüren. Auch beim Hämmern ist eine Hand in der Gefahrenzone. Und dann sind noch das Gleichgewicht, Traktion oder Halt wichtig, damit man nicht auf der Treppe stolpert oder vom Klettergerüst fällt. Erinnere dich mal an deinen Sturz auf der Treppe und vergleiche das mal mit unserer Safe-Start-Liste hier. Du bist gestolpert, hast also Gleichgewicht, Traktion oder Halt verloren. Weißt du noch, ob du mit den Augen bei der Sache warst? Hast du auf die Stufen geschaut? Ich habe auf die Bilder in der Zeitschrift geschaut und nicht wirklich auf die Stufen geachtet. Ich dachte, die kenne ich genau. Aber wahrscheinlich war ich zu sehr durch die Zeitschrift abgelenkt und verlor mein Gleichgewicht. Du hast also beim Runterrennen in die Zeitschrift geschaut. Ganz klar, du warst also mit den Augen nicht bei der Sache. Und warst du mit dem Kopf bei der Sache, also beim Runterlaufen? Nein, ich bin einfach gelaufen, ohne daran zu denken. Und weißt du, je mehr von diesen Fehlern du machst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt. Ja. Vermeiden Sie also diese 4 Fehler. Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der Sache, sich in die Gefahrenzone begeben oder das Gleichgewicht verlieren. Zurück zu dir, Marlene. Marlene, bist du da? Ja, bin ich. Das ist TJ. Also, statt andere aufzufordern, vorsichtig zu sein, sollten wir sie auf die 4 möglichen Fehler Augen hinweisen. Augen nach vorn, Marlene. Sehr gut, Mom. Marlene, Augen nach vorn. Ach so, ich hab dich lieb, Mom. Mancher denkt jetzt vielleicht, es reicht, mit den Augen und dem Kopf bei der Sache zu sein, nicht in die Gefahrenzone zu geraten, sowie das Gleichgewicht und den Halt zu behalten. Aber es gibt noch mehr. Okay. Unfälle mit Kraftfahrzeugen sind die Haupttodesursache für Menschen bis zum 33. Lebensjahr. Mach schon. Hey, TJ. Was geht ab? Sprich bitte vernünftig, TJ. Wir drehen ein Video. Wir müssen hier die Biege machen. Wie bitte die Biege machen? Sprich bitte vernünftig. Also gut. Die Biege machen. Ausdruck aus der Jugendsprache. Bedeutet so viel wie abhauen, verschwinden. Beispiel. Wir machen hier die Biege und fahren zu Sheila und Fred. Stell lieber die Musik leiser, damit du dich besser aufs Fahren konzentrieren kannst. Beim Fahren mit lauter Musik bist du mit dem Kopf vielleicht nicht bei der Sache. Und jetzt machst du einen doppelten Fehler. Du bist mit dem Kopf nicht beim Fahren und hast deine Augen nicht auf der Straße. Nee. Wenn dich etwas hier ablenkt, dann dein Gequatsche, Marlene. TJ achtet schon sehr auf Sicherheit. Am Schulabschlussball hatte er mächtiges Glück. Und das kam so. Meine Safe-Start-Geschichte ereignete sich am Schulabschlussball. Natürlich denken Sie jetzt alle, Abschlussparty, jede Menge Alkohol. Aber nicht bei uns. An meiner Schule feierten wir eine ganz besondere Party, absolut ohne Drogen und Alkohol. Aber es ging bis 6 Uhr morgens und die Nachhausefahrt war sehr ermüdend.
Mir war nicht klar, in welcher Gefahr ich schwebte. Ich parkte den Wagen vorm Haus wie immer, aber als ich später wieder einsteigen wollte, stellte ich etwas Merkwürdiges fest. Der Wagen stand fast 2 Meter vom Bordstein entfernt. Natürlich hätte viel Schlimmeres passieren können. Ich war am frühen Morgen nicht mehr genug bei der Sache, um den Wagen vernünftig zu parken. Wie leicht hätte da ein Unfall passieren können? Ich hätte ein anderes Auto rammen oder sogar mich selbst verletzen können. TJ, haben Mom und Dad dir nicht gesagt, immer mit dem Kopf bei der Sache zu sein, vor allem bei Übermüdung? Nein, sie haben nur gesagt, ich soll aufpassen. Aufpassen? Jazz, was hat Larry dazu zu sagen? Wie oft haben uns unsere Eltern nicht schon gesagt, wir sollen aufpassen? Ich weiß nicht mehr, wie oft. Hat es was genutzt? Offenbar nicht. Alle Eltern ermahnen uns, aufzupassen. Aber Fehler passieren nicht, weil man nicht aufpasst. Sondern? Fehler passieren in einem der folgenden 4 Gefühlszustände. Hektik, Frustration, Müdigkeit oder Selbstüberschätzung? Fragen wir dazu Larry. Hier oben auf der Karte stehen die 4 Gefühlszustände. Hektik, Frustration, Müdigkeit und Selbstüberschätzung. Sie führen dazu, dass man Fehler macht. Beispiel: Du vergisst dein Pausenbrot, weil du es eilig hast, zur Schule zu kommen. Menschen machen Fehler, wenn sie sich in einem dieser 4 Gefühlszustände befinden. Wenn man ihnen beibringt, dass sie merken, wann sie sich in einem dieser Zustände befinden, bevor sie Fehler machen, kann das sehr helfen, denn sie müssen nur auf diese 4 Zustände achten. Das heißt, wenn Leute es eilig haben und schnell irgendwo hin müssen, denken sie nicht daran, dass sie dabei leicht Fehler machen oder sich sogar verletzen können? Richtig. Du hast Angst, zu spät zur Schule zu kommen, zum Beispiel. Also schaust du beim Überqueren der Straße nicht nach links und rechts oder achtest nicht auf Unebenheiten auf dem Bürgersteig oder ob es vielleicht rutschig ist und so weiter. Es wäre schön, wenn man einfach sagen könnte, seid niemals hektisch. Aber Hektik gehört nun mal zum Leben dazu. Das ist doch so ähnlich, als ob man wütend ist. Das kann man auch nicht einfach so abschalten. Ganz genau. Aber du kannst sehr wohl etwas dagegen tun, dich zu verletzen, weil du wütend bist. Und wie ist es mit der Müdigkeit? Meinst du, du kannst es verhindern, jemals in deinem Leben wieder müde zu sein? Mm-mm. Das wäre zwar schön, aber es wird immer wieder vorkommen, dass du nicht richtig ausgeschlafen bist. Die ersten 3 Gefühlszustände haben den Vorteil, dass man sie gut erkennen kann. Mit der Selbstüberschätzung ist das wesentlich schwieriger. Leute, die Angst haben, verletzen sich meistens nicht, weil sie aufpassen. Wenn man sich stößt oder an etwas verletzt, sagt sich jeder natürlich, in Zukunft muss ich besser aufpassen. Aber man sollte sich lieber fragen, ob es daran lag, dass man einen der ersten 3 Gefühlszustände nicht rechtzeitig beachtet und deshalb einen der 4 Fehler gemacht hat. Oder war es Gewohnheitsverhalten, an dem man arbeiten sollte? Du hast mich vorhin gefragt, worum es bei Safe Start eigentlich geht. Es gibt 4 Zustände, die zu diesen 4 Fehlern führen. Also, wie war das nun mit deinem Sturz von der Treppe? Hattest du es eilig? Ja, sehr. Gut, okay. Und Selbstüberschätzung war es eigentlich nicht. Du bist diese Treppe ja schon viele Male runtergelaufen. Ja, echt oft. Viele Male, okay. Meine Augen waren nicht bei der Sache. Ich schaute auf die Zeitschrift und nicht auf die Stufen, obwohl ich das sonst immer tue. Verstehe. Mein Kopf war nicht bei der Sache, weil ich mich auf die Zeitschrift konzentriert habe und nicht auf das, was passieren könnte.
Die Gefahrenzone war die Ecke des Geländers, an dem ich mir das Bein verletzte. Genau. Und ich verlor mein Gleichgewicht auf der Treppe. Es waren also alle vier Fehler. Gut erkannt, ja, du hast es begriffen. Als mir das heiße Fett entgegenflog, war das die Gefahrenzone und mein Zustand war Hektik. Meine Fehler? Mit dem Kopf nicht bei der Sache und Selbstüberschätzung. Meine Augen waren zwar bei der Sache, aber nicht richtig. Außerdem habe ich mich überschätzt. Ich habe nicht geglaubt, dass man sich verletzen kann, wenn man aus dem Bett fällt. Also, die vier Gefühlszustände Hektik, Frustration, Müdigkeit und Selbstüberschätzung können zu vier Fehlern führen. Zurück zu dir. Hey Jess, was läuft da für Musik? Ich bin Reporterin, klar? Ah, ja. Du weißt doch, Reporter bringen Nachrichten. Entschuldige vielmals. Entschuldigung, angenommen. Jasmine aus dem Silver Lake Park. Zurück zu dir. Wir sind hier im Zoo. Meine Schwester Ashley arbeitet hier in der Gartenbauabteilung. Schauen wir mal, was sie hier zu tun hat. Ashley macht hier anscheinend nicht viel anderes als sie in ihrem Garten. Kann man sich dabei verletzen? Wir unterbrechen unser Programm für einen Spezialreport. Am Mikrofon Jasmine im SafeStart-Nachrichtenstudio. Wie wir gerade erfahren, hat sich Ashleys Freundin und Kollegin Katie während unserer Dreharbeiten verletzt. Hier ihre Geschichte. Ich habe Äste abgeschnitten, hatte es dabei zu eilig und dann habe ich mir dabei in den Finger geschnitten. Katie war also zu hektisch und war deshalb in der Gefahrenzone mit ihrem Kopf nicht bei der Sache. Danke, dass du so tapfer mitgemacht hast, Katie. Und jetzt wieder zurück zu unserem normalen Programm. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Erinnern Sie sich noch an Ihre Geschichte vom letzten Mal? Erzählen Sie sie jetzt und nennen Sie Ihre Fehler. Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der Sache, Gefahrenzone, Gleichgewicht, Traktion oder Halt verloren. Erinnern Sie sich dann an Ihren Gefühlszustand, Hektik, Frustration, Müdigkeit oder Selbstüberschätzung. Viel Glück und bis gleich im dritten Teil. Dort sehen Sie, wie sich meine Oma mit den Safe-Start-Begriffen vertraut macht. Ich hab's gerafft. Und Jasmine lernt eine wertvolle Safe-Start-Lektion, als sie aus Versehen ihr Glas umstößt. Du hast dich bewegt, ohne zu gucken. Und es gibt noch viel, viel mehr. Bis gleich also. Eyes on task, mind on task, line of fire, balance, traction, grip. Eyes on task, mind on task, line of fire, balance, traction, grip. But if you don't pay attention, baby, you'll bound to slip. I got my eyes on task, I got my mind on task. I'm watching out for that line of fire. My balance, traction, and grip is my one desire. Eyes on task, mind on task, line of fire, bound, stretch, and grip. Eyes on task, mind on task, line of fire, bound, stretch, and grip. If you don't pay attention, baby, you're bound to slip. We'll be right back.
Hallo Christian, von hinten gefällst du mir am besten. Cameron, geh schnell zurück in deinen Käfig. Hör auf, mich zu ärgern, Marlene. Spaß beiseite. Laut amtlicher Statistik starben in den USA im letzten Jahr 4.900 Menschen durch Arbeitsunfälle. In den meisten Fällen spielten Hektik, Frustration, Müdigkeit oder Selbstüberschätzung dabei eine Rolle. Hörst du das, Jasmine? Ja, Hektik, Frustration oder Müdigkeit können sich jederzeit einstellen und auf lange Sicht auch Selbstüberschätzung. Und was kann man dagegen tun? Larry hat mir einige Techniken beigebracht, wie ich Verletzungen vermeiden kann. CERT, Technik zur Reduzierung kritischer Fehler. Schön aufpassen! Jetzt zu den Techniken auf der Rückseite dieser Karte. Erstens, auf den eigenen Gefühlszustand achten. Zweitens, beinahe Unfälle und kleinere Fehler analysieren, um festzustellen, ob ein Gefühlszustand die Ursache war oder ein Gewohnheitsverhalten. Drittens, du beobachtest und weist andere auf deren Fehlerrisiken hin. Und viertens, arbeite an deinen Gewohnheiten. Beispiel, erst gucken, dann sich bewegen, ja? Die erste wichtige Technik zur Vermeidung von Fehlern, man muss lernen, den eigenen Gefühlszustand zu erkennen, der zu Fehlern führen könnte. Und man muss das rechtzeitig tun, damit erst gar kein Fehler passiert. Zu Erwachsenen sage ich immer, wenn du mit dem Auto mitten auf der Kreuzung stehst und der Schwertransporter ist noch so ein Stück von deiner Nase entfernt, dann ist es zu spät. Für die Frage, in welchem Gefühlszustand befinde ich mich eigentlich gerade, weil du in der nächsten Sekunde tot bist. Man muss lernen, den Gefühlszustand rechtzeitig zu erkennen. Wenn du also nächstes Mal unter Zeitdruck bist, weil du morgens verschlafen hast, was wirst du dann tun? Ich werde mit den Augen und dem Kopf bei der Sache sein. Und damit ich nicht hinfalle, wenn ich es sehr eilig habe, achte ich besonders darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Mehr brauchst du nicht zu tun, wenn du es eilig hast. Konzentriere dich nur hierauf, um Verletzungen zu vermeiden. Ganz einfach. Das ist das Gute an dieser Liste. Du brauchst nicht hunderte von Sachen zu beachten, weil die Ursachen für Verletzungen so überschaubar sind. Wir haben also über die Technik des Erkennens des eigenen Gefühlszustands gesprochen. Hektik, Müdigkeit, Frustration. Das heißt, nicht darüber nachdenken, warum man so in Eile ist, sondern sich darauf konzentrieren, die vier grundsätzlichen Fehler zu vermeiden. Darf ich noch mal sehen? Natürlich. Das Ganze funktioniert bei den ersten drei Gefühlszuständen. Jeder kann gut erkennen, wenn man hektisch, frustriert oder müde ist. Bei der Selbstüberschätzung sieht es etwas anders aus. Wenn man alltägliche Dinge tut, muss man sich automatisch so verhalten, dass kein Risiko besteht. Man schaut automatisch nach links und rechts, bevor man eine Straße überquert. Das machst du ja auch, oder? Mhm. Gewohnheitsverhalten lässt sich in jungen Jahren viel einfacher trainieren als in höherem Alter. Und möglichst bevor man einen Autounfall oder Schlimmeres erlebt. Also, welche Technik oder welche Techniken zur Vermeidung von Fehlern könntest du anwenden, um nicht nochmal so einen Sturz von der Treppe zu erleben? Also, Punkt 1, auf den eigenen Gefühlszustand achten. Bei mir war es Hektik. Richtig. Und wenn ich es sehr eilig habe, sollte ich mich auf die vier möglichen Fehler konzentrieren. Richtig, das wird dir sehr helfen. Und wenn du dich auf diese möglichen Fehler konzentrierst, ist es da nicht viel unwahrscheinlicher, dass du einen von ihnen begehst? Mhm. Genau. Zweitens, beinahe Unfälle und Fehler analysieren. Naja, ich hätte... Bei diesem Punkt sind wir. Das machen wir ja gerade. Nummer 3. Andere beobachten und sie auf mögliche Risiken ihres Verhaltens hinweisen. Ich habe auch schon andere Leute gesehen, die die Treppe heruntergefallen sind und sich schlimm verletzt haben. Gut. Wie sieht's mit Gewohnheitsverhalten aus? Normalerweise verhalte ich mich anders. Auf einer Treppe schaue ich immer nach unten. Aber auch nach vorn. Aber das gilt natürlich nicht, wenn ich es eilig habe. Dann bin ich mit meinen Gedanken woanders und schaue nicht nach unten. Das ist das große Problem, wenn man es eilig hat. Dann verhältst du dich nicht wie normalerweise und achtest auf einer Treppe nicht auf die Stufen. Dein normales Verhalten ändert sich also, weil du keine Zeit hast. Und du blickst in die Zeitschrift. Du bist mit dem Kopf und den Augen nicht bei der Sache. Das Gleichgewicht geht verloren. Du kommst in die Gefahrenzone. Und bums, bist du verletzt. Okay.
Toll, du begreifst das richtig schnell. Also nächstes Mal, wenn ich in Hektik bin, werde ich auf meinen Gefühlszustand achten. Mit dieser Technik kann ich ab jetzt die Gefahrenzone und die damit verbundenen Risiken vermeiden. Meine Technik zur Vermeidung von Fehlern. Ich denke an meine damalige Verletzung. Das hilft mir bei der Konzentration darauf, dass nicht nochmal was passiert. Die Fahrt von zu Hause zum College dauert hin und zurück 3 Stunden. Zur Technik zur Vermeidung von Fehlern gehört es auch, andere zu beobachten. Wenn der Kumpel, der mich mitnehmen will, ständig gähnt, steige ich lieber aus. Und wenn ich selbst müde werde, mache ich eine Pause. Eine der Techniken zur Fehlervermeidung, die ich anwende, ist die Analyse von beinahe Unfällen. Ich habe mich nachträglich auch mit meinem Unfall beschäftigt, meine Fehler unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis, dass ich mir morgens mehr Zeit nehmen muss, um mich selbst, die Kinder und die Sachen ins Auto zu bekommen. Ich gehe jetzt immer mehrmals und lasse mir beim Rein- und Rausgehen Zeit. Also, Marlene, achte zuerst auf deinen Zustand und die dadurch drohenden Fehler und wende dann die Techniken zur Reduzierung von Fehlern an. Erstens, auf den eigenen Gefühlszustand achten. Zweitens, beinahe Unfälle und Fehler analysieren. Drittens, andere beobachten, die sich verletzen könnten. Und viertens, am eigenen Gewohnheitsverhalten arbeiten. Danke, Jess. Wir stehen hier vor Omas Haus und hoffentlich können wir auch ihr einige Tipps zum Thema Sicherheit geben. Und hoffentlich gibt sie dir einige Tipps zum Kochen. Lad einfach nur die Sachen aus, TJ. Jasmine, hast du das gehört? Oh, ich stimme hundertprozentig zu. Ich dachte, du magst meine Küche. Also, ich meinte die Tipps zur Sicherheit für Oma. Nichts anderes. Wie auch immer, wir sind also hier vor Omas Haus. Und ja, auch Oma wurde schon verletzt. Sie verletzte sich im Auto, aber nicht beim Fahren, sondern beim Einsteigen. Sehen Sie sich an, was Oma passierte und versuchen Sie, Gefühlszustand und Fehler zu benennen. What's your safe start story? What's your safe start story? Tell your safe start story. Hi, ich bin Oma Judy und ich habe mir beim Einsteigen ins Auto meine Hüfte verletzt. Ich wollte mit dem Auto losfahren, brauchte aber noch etwas vom Rücksitz. Aber der Sitz ließ sich nicht nach vorne klappen. Das hat mich genervt und ich habe mich total verdreht und mir dabei die Hüfte verletzt. Ich musste operiert werden, weil das Gelenk ausgekugelt war. Ich mag eigentlich gar nicht mehr daran denken. Ich hätte sogar stürzen können. Das wäre wirklich schlimm gewesen, denn hier draußen hätte ich so schnell keine Hilfe holen können. Ich kam also noch einmal mit einem blauen Auge davon. Also, welche Technik zur Reduzierung von Fehlern sollte Oma anwenden? Denken Sie darüber nach, während ich meinen Agenten anrufe. Hallo? Ja, hier spricht Marlene. Marlene? Nein, nicht Marlin. Marlene, Sie erinnern sich doch noch. M-A-R-L-E-N-E. Marlene. Hallo? Hallo? Hab mich wohl verwählt. Zurück zu Omas Verletzung. Alle Techniken zur Fehlervermeidung werden ihr helfen, aber am besten, sie erinnert sich beim nächsten Mal, wenn sie genervt ist, an diese Verletzung und konzentriert sich dann darauf, die möglichen Fehler und damit eine weitere Verletzung zu vermeiden. So, jetzt gehen wir rein. Hallo Oma, ich bin gleich bei dir. Stürze sind bei Menschen über 65 Jahre die Hauptursache für Unfälle mit Todesfolge. Wie ich schon sagte, ich hoffe, wir können Oma einige Tipps zur Sicherheit geben. Und hoffentlich gibt Oma dir einige Tipps fürs Kochen. Wie auch immer, Christian, du und TJ, ihr solltet euch mal was Neues einfallen lassen. Ich habe Oma eine Safe-Start-Karte gegeben, damit sie die neuen Begriffe lernen kann. Mal sehen, wie sie zurechtkommt. Hey Oma, lernst du die neuen Begriffe? Ich fahr Talbahn. Raffst du das? Wie? Bist du müde? Ich dreh am Teller. Hab null Peilung. Wörterbuch der Jugendsprache? Wo hast du das denn her? Von meinem Buddy TJ. TJ, hätte ich mir denken können. Ich mache hier gleich den Abknicker. Nein, ich meinte doch die Safe-Start-Begriffe. Augen bei der Sache, Kopf bei der Sache, Gefahrenzone, Gleichgewicht. Hey, nun bleib cool, Kleine. Ich weiß nur, dass wir uns auf die Zustände konzentrieren sollten. Hektik, Frustration, Müdigkeit und Selbstüberschätzung. Vielleicht bist du in einem Zustand, in dem du Fehler machen und dich verletzen könntest. Musst du mich so zutexten? Also Oma, ich habe den Leuten erzählt, was mir passiert ist, als ich in der Küche unter Zeitdruck war und die Gefahrenzone nicht beachtet habe. Und jetzt bist du ganz hektisch und mit den Augen und im Kopf nicht bei der Sache. Siehst du, deine Finger waren in der Gefahrenzone. Hab's gerafft. Kannst du bitte wie eine Oma reden? Sorry. Wir schalten jetzt ein letztes Mal zu Jasmine für eine Zusammenfassung. Alles easy. Alles easy, Oma.
Zum Abschluss habe ich noch eine Szene aus meinem Interview mit Larry, in der ich mit den Augen nicht bei der Sache bin und mein Glas umstoße. Immer zu schauen, bevor man sich bewegt. Das ist ganz wichtig. Und das sollte man automatisch als erstes tun. Und am besten weist man auch andere darauf hin. Damit sie sich nicht verletzen. Beim Gehen, auf dem Fahrrad, beim Autofahren und so weiter. Huch. Du hast dich gerade bewegt, ohne vorher zu gucken und das Glas umgestoßen. Ich habe mich nur geregelt, ohne groß darüber nachzudenken. Es war ganz unbewusst. Aber was du gerade gemacht hast, ist ein Beispiel für sich bewegen, ohne vorher zu schauen. Sonst hättest du das Glas nicht umgestoßen. Ich wusste nicht, dass es da stand und habe mich einfach nur so geregelt. Genau, das war automatisch. Aber wenn du dich bewegst, ohne hinzuschauen und da steht oder liegt etwas, dann ist das eine Gefahrenzone. Wie hätte ich das denn wissen sollen? Sich zu regeln ist doch ganz natürlich. Du räkelst dich aus Gewohnheit. Du machst das automatisch, ohne darüber nachzudenken. Du hast dich bewegt, ohne vorher hinzuschauen. Wenn du dich so beim Autofahren verhältst, könnte das tödlich enden. Stell dir vor, du machst eine solche Bewegung und es ist kein Glas, sondern eine Herdplatte. Genau. Da kann man sich verbrennen. Oder eine heiße Pfanne, ein scharfes Messer oder so etwas. Darum ist Gewohnheitsverhalten so wichtig. Man muss daran arbeiten. Immer erst schauen. Ich möchte dir jetzt noch zeigen, warum es nicht reicht, dir das alles hier nur theoretisch zu erklären. Welches sind die vier Zustände? Hektik, Selbstüberschätzung, Frustration und Müdigkeit. Richtig. Und die vier Fehler? Mit den Augen nicht bei der Sache sein. Richtig. Mit den Gedanken woanders sein. Auch richtig. Dann die Gefahrenzone und was war nochmal das Letzte? Können wir das rausschneiden? Ist schon gut, schon gut. Denk nach. Ich weiß es doch genau. Der letzte Punkt ist Gleichgewicht. Richtig, das sind also die vier Zustände und die vier Fehler. Und jetzt kommen wir zu... Jeder kann doch mal was vergessen. Ich weiß, aber dann hast du es ja doch gewusst. Erinnerst du dich noch an die vier Techniken? Den eigenen Zustand beachten. Gut, dass du das weißt. Auf den Zustand achten. Nummer zwei ist... Das überspringen wir. Nummer vier ist eigene Gewohnheiten verändern. Das machst du gut. Und Nummer drei... Ich hab's gleich. Setz dich nicht unter Druck, Jasmine. Genau dafür gibt es ja unsere Kurse. Da erzählen wir Geschichten von Unfällen und man spricht mit den Eltern darüber. Wenn du an einem solchen Kurs teilnehmen würdest, wüsstest du die Antworten auf Anhieb. Aber es geht nicht darum, die richtigen Antworten zu wissen, wie bei einem Test in der Schule. Der eigentliche Test ist, schafft man es, sein Gewohnheitsverhalten zu ändern? Und schaut zum Beispiel in Zukunft hin, bevor man sich bewegt. Das ist der Sinn und Zweck unserer Kurse. Unsere ganze Familie ist jetzt hier versammelt, aber bevor es was zu essen gibt, hier noch einmal die wichtigsten Safe-Start-Punkte, Cameron. Erstens, erzähl deine Geschichte. Zweitens, erkenne die Fehler. Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der Sache, Gefahrenzone, Gleichgewicht verlieren. Drittens, die Gefühlszustände. Das sind Hektik, Frustration, Müdigkeit und Selbstüberschätzung. Viertens, die vier Techniken zur Fehlervermeidung anwenden, um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren. Achte auf deinen Zustand, analysiere beinahe Unfälle, beobachte andere, arbeite an deinen Gewohnheiten, alles klar? Denk daran, es geht um Sicherheit, also ändert die Art, wie ihr etwas macht, damit ihr dabei sicherer seid. Marlene hat mir anständiges Futter versprochen, damit ich das hier sage. So, und jetzt kommt alle zum Essen. Aber schön der Reihe nach. Wer ist der Erste? Wie brav du wieder bist, Maurice. Wenigstens dir schmeckt mein Essen, oder?
Hilfe! Nicht auch noch du, Maurice! Dieser Fraß ist einfach ungenießbar. Ich will sofort meine Hundekuchen.